In der heutigen Newsfolge geht es um Saison 2020 bis Januar 2021, Renault bleibt nach 2020 in der Formel 1, Ferrari bietet Vettel Vertrag mit Lohnkürzungen an, Toto Wolff bleibt bei Mercedes. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Die Formel 1 plant die Saison 2020 im Januar 2021 zu beenden, wobei die Grand Prix bei einem 2-Tage-Rennwochenende stattfinden sollen. Sie möchten die maximale Anzahl von Rennen bestreiten, die durch den Coronavirus verhindert wurden. Auf die Tests für 2021 würde dann verzichtet werden, da das diesjährige Chassis auch 2021 wieder zum Einsatz kommt. Der Start soll am 14. Juni in Kanada stattfinden und 15 bis 18 Grand Prix sollen machbar sein. Renault dementiert Gerüchte und erklärt, dass sie die Formel 1 nach der Saison 2020 nicht verlassen werden. Teamchef Cyril Abiteboul hat dazu folgendes Statement. Die Formel 1 ist ein großartiger Sport, wenn die Dinge gut laufen, aber es ist schrecklich, wenn die Dinge schief gehen. Das ist bei jedem Sport so. Wir sind in gewisser Weise seit 42 Jahren in der Formel 1. Ich gebe zu, dass es administrative Veränderungen gegeben hat, aber die Realität ist, dass wir mit unseren beiden Werken gut etabliert sind. Im Moment sind wir eine Gruppe von 1200 Personen und wir sind sehr fortschrittlich, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für das nächste. Das neue Concorde-Abkommen schreitet in die richtige Richtung voran und wir haben ein für uns sehr positives Regelpaket. Ich akzeptiere, dass wir Teil einer Automobilindustrie sind, die zittert und das gilt auch für Renault. Aber leiden wir wirklich mehr als Daimler? Ich bin mir nicht sicher. Laut diversen Internetseiten hat Ferrari Sebastian Vettel einen Einjahresvertrag angeboten. Der Haken ist allerdings, dass er weniger Lohn bekommt, also weniger als 30 Millionen Euro pro Jahr. Die Italiener machten deutlich, dass Vettel ihre bevorzugte Wahl ist. Als Vettel 2017 einen Dreijahresvertrag bei der Scuderia unterschrieb, war dieser 100 Millionen Euro wert. Teamkollege Charles Leclerc hat vor kurzem seinen Vertrag bis einschließlich 2024 verlängert und bekommt eine deutliche Gehaltserhöhung. Es gäbe zwar noch drei andere Fahrer, die seinen Posten einnehmen könnten, falls Vettel sich zu einem Wechsel entscheidet. Die Rede ist von Daniel Ricciardo, Carlos Sainz und Antonio Giovinazzi. Vor Wochen gab es erst ein verrücktes Gerücht, dass Sainz und Vettel für 2021 die Autos tauschen würden. Laut der italienischen Motorsport.com bestreitet Toto Wolff alle Gerüchte um einen Wechsel zu Aston Martin. Er wird weiterhin an der Spitze von Mercedes Motorsport bleiben, um den Erfolg in der Formel 1 fortzusetzen. Auch Unstimmigkeiten mit Präsident Ola Kalineus möchte er überwinden. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich finde es gut, dass zumindest 15 bis 18 Grand Prix stattfinden sollen, da ja die Grand Prix von Australien und Monaco komplett abgesagt und nicht mehr gefahren werden. Ich konnte mir ohnehin nicht vorstellen, dass Renault sich aus der Formel 1 verabschiedet, da sie noch einen langen Vertrag haben. Gerade erst Ende letzten Jahres kam das Gerücht auf, dass die oberste Chefin von Renault sie aus der Formel 1 haben wollte, was dann aber doch nicht passierte. Ich glaube, dass Vettel trotz Lohnkürzung bleiben wird. Er hat ein Ziel, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Aber ob das klappen wird, weiß man nicht. Ich kann mir keinen Wechsel zu McLaren oder Renault vorstellen, beziehungsweise dass er mit Sainz oder Ricciardo die Autos tauschen wird. Das mit Toto Wolff kommt doch überraschend. Ich dachte wirklich, dass er zu Aston Martin wechselt. Was denkt ihr darüber? Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Gaming TV. Er fragt: Hallo Mike, ich bin Jan, 13 Jahre alt. Ich habe 2 Tickets für den Grand Prix der Niederlande, wo ich mit meinem Vater hinfahren wollte. Denkst du, er findet im Verlauf des Jahres noch statt? Mach weiter so, liebe Grüße Jan. Also Jan, da der Grand Prix nur verschoben und nicht abgesagt wurde, gehe ich mal stark davon aus, dass dieser noch nachgeholt wird. Allerdings kann ich dir nicht genau sagen, wann dieser stattfindet. Vor ein paar Wochen habe ich ja ein Video mit einem alternativen Rennkalender hochgeladen. Da wurde gesagt, dass der Niederlande Grand Prix im August stattfindet. Bestätigt ist das aber noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir bald wissen, wie der Rennkalender für 2020 bzw. 2021 aussehen wird, da die Saison ja möglicherweise 2021 zu Ende geht. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.